Sternzeit 1206.2022. Es spricht Captain Fleck. Ja, hallo liebe Elite-Freunde, Entdecker und Forscher. Ich bin hier gerade im Landeanflug auf einen Planeten mit sage und schreibe, da oben rechts seht das, 5 biologischen Signalen. Und hab mir ja von euch sagen lassen, wie man die am besten ausnutzt. Das heißt, wie man die Lebensformen dann sucht und scannt. Und da bin ich jetzt unterwegs. Ich suche sogenannte Tubi. Ich bin jetzt mitten in einem Gebiet, wo es diese Tubi geben soll. Und da werden wir jetzt mal gucken, ob wir da nicht unseren Scanner einsetzen können. Jetzt müssen wir aber erstmal uns darauf konzentrieren, zu landen. Das hat kurz geruckelt. Schöner Planet. Wie hoch sind wir noch? 1,5 Kilometer. Komm, du kannst ein bisschen mehr Schub geben. Eigentlich kannst du mal per Hand Schub geben. So. Haben wir hier irgendwie... Nee, 0,1 G. Keine besonders gefährliche Schwerkraft. So. Tubi suche ich, also Tubusse. Plural von Tubus. Tubi. So, das heißt, die müssen wir mal mit dem Rover finden, habt ihr mir gesagt. So, Fahrwerk raus. Ich sehe jetzt hier aus dem Schiff noch nichts, aber das hat noch nichts zu sagen. Fahrwerk ausgefahren. Sehr gut, sehr schön. Oh, schöner Planet da oben, das ist der Gasriese. So, landen, komm. So, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Wir fahren mit dem Rover los. Habt ihr ja gesagt, soll ich machen. Und gucken mal, ob wir Tubi finden. Was auch immer Tubi sind. Yes, yes, low gravity. So, was soll denn Tubi sein? Guck mal, da sind doch schon. Was ist denn das grüne Gedöns hier? Ich würde sagen, wir haben schon was. Ist die Frage, ob das Tubi sind. Das werden wir gleich sehen. Wir brauchen den Forscher. Hallo? Ich will aussteigen. Ich will aussteigen. Ich will aussteigen. Ich würde sagen, wir haben einen leichten Verbindungsfehler. Wahrscheinlich kommt gleich die Meldung. Server Disconnect. Ihr klitzekleinen Lebensformen. Wo seid ihr? Danke. So. Da ist die. Der ist der Google-Hupf. Da ist mein Roverly. Und da sind. First Footfall confirmed. Was ist denn Footfall? Egal. Wir nehmen eine Probe. Von diesem Kladderadöns. Muss ich irgendwas machen? Tussock Ignis Lime. Ich habe diese Dinger da gescannt, ne? Wir müssen, genau, jetzt müssen wir genetische Diversität finden. Das heißt, wir müssen weiterfahren. Okay, jetzt müssen wir 3 davon finden, habt ihr mir gesagt. Board. Die klitzekleinen Lebensformen. Super, toll, Jahari, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Sag mal, warum dauert das Ewigkeiten, bis ich in dem... Na, deswegen dauert das Ewigkeiten. Super. Gilt es jetzt noch, was ich da gescannt habe? Ich würde mal sagen, Elite knödelt wieder at its best herum. Kauf dir eine bessere Internetleitung. Ich glaube nicht, dass es an der Internetleitung liegt. Behauptet liegt an... Naja, im Moment, jetzt kriegen wir noch nicht mal das zustande. Super, Knorke. Das Einzige, was in diesem Haushalt funktioniert, ist die Waschmaschine. Herzlichen Glückwunsch! Kriegste Krise. Siehst du noch nicht mal den Ladescreen hier? Also mein Internet ist voll da. Kann ich euch jetzt schon sagen.
Dem Router geht es blendend. Der Router mucks und zuckst nicht. Nein, dem geht's gut. Loading Game. Jetzt hat das gerallt. So. Ich stärke jetzt nicht nochmal aus. Ich fahre jetzt viel mehr da hinten nochmal hin, weil da hinten waren natürlich auch welche. Was ist denn das hier? Sandsturm? Wir brauchen noch mehr von diesen Dingern. Von diesen grünen Pflanzen. Von den Blormen. Kann ich irgendwas hier? Da sind welche. Ich sehe es schon. Oder? Ja. Halt. So, ich hoffe, das erste galt noch. Halt doch mal an die Kiste, Mensch. Schau, also Elite ist heute so richtig bockig. Nee, ich könnte aussteigen, so viel du willst. Ich mucke ein bisschen rum. Das ist aber auch für einen YouTuber das Arschigste, was dir passieren kann. Dann überlegst du erstmal, brichst du die Aufnahme jetzt ab, weil das murkst nicht, schneidest du den das zusammen, da hast du aber keinen Bock drauf, weil da muss das Ding wieder rendern ohne Ende. Also, versteht er, ja? Wo sind die klitzekleinen Lebensformen? Wo sind die klitzekleinen grünen Knubbel hin? Wenn ich noch weiter singen muss, das bringt mir und euch Verdruss. Tralalalalala, die Lebensformen sind nicht da! Ich hasse euch! Und damit meine ich Frontier Developments. Die lustig kleinen Lebensformen. Nee, den bricht gerade, würde ich mal sagen, so richtig, aber so abartig der Server weg. Da kannst du im Strahl abartig, ich nenne das jetzt die Black Screen Talks oder die Black Screen Letters. Loading Game. Ja, wann? Wann? Ja, danke. Wo zum Henker bin ich? Ja, probiert das. Da. Ganz locker bleiben. Es ist alles okay. Brauchst ja überhaupt keinen Kopf machen. Disembark! Ich sagte Disembark. Night Fever, Night Fever. Do you wanna disembark? Ah. Ching, ching, Chinggis Khan. Chinggis Khan, one to leave this SRV. Ching, ching, Chinggis Khan. Er kommt nicht raus. Was denn raus? Da hat sie geschafft. Chinggis Khan hat sie geschafft. Nee, nicht. Du brauchst die Pflanzen nicht erschießen. Ist jetzt nicht so wild. Ready to sample. Steht eigentlich irgendwo, wie viel Sample wir haben? 2 von 3. Tussock Ignis Lime. Sehr gut. So, das waren 2 von 3. Das ist mir so wumpe. Ich schneide euch das nicht raus. Könnt ihr knicken. Disconnect for the win. Yes, baby. Wieso ist eigentlich das Ein- und Aussteigen aus einem Rover so wahnsinnig kompliziert? Man könnte meinen, wäre eine neue Wissenschaft. Ich habe übrigens, ich werde jetzt beim jedes Mal werde ich singen. Habe ich mir überlegt. She wore blue velvet because she is really angepisst off the loading screen. Only because of my very good English. I see trees of green,
But only in my dream. In reality, I see a black screen. What profanity it is. This black screen drives me crazy. It drives me nuts. Also, nuts is a very zweideutiges Wort. Black in the night, lonely black and white on a hot summer night. Jetzt krieg ich wieder Copyright Strikes von YouTube, weil ich so schön singe. YouTube. Ich wollte gerade sagen, YouTube, ich hasse dich, aber YouTube kann ja auch nichts dafür. I remember when I was young. Elite Dangerous, working without a fucking black screen. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Erstens war ich nie jung, selbst als Elite Dangerous rauskam. Und zweitens hat es nie ohne hin und wieder mal einen Verbindungsabbruch funktioniert. Well, my dear. Oh, load failed. That's new. Loading yes. Ich gucke gleich in Steam rein, nur so um... Oh, Loading Game. Nur um einfach mal so richtig fuchsig zu werden. Ah, ich bin draußen. Jetzt bin ich draußen. Where the fuck is my... Ich laufe jetzt da hinten hin. Bleib jetzt einfach hier. In der Hoffnung. Da hinten ist ganz viel. Ich laufe jetzt einfach dahin in der Hoffnung. Und dann hole ich mein Schiff einfach hierher. So. Was sind diese Gedämpfe da? Dann müsst ihr auch nicht mehr meinen Gesang ertragen. Boing. Oh Gott, ich bin ein Känguru. Boing. 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 Das sind auch keine Tubi, ne? Das sind irgendwelche anderen Dinger. Scheiß Diversität. Boing. Ah. Oh, was war das? Oh, das ist neu. Also nicht für mich, sondern doch, genau für mich. So, das heißt, jetzt müsste ich 3 Samples haben. Sample complete. Well, trotz allem Abgestürze. Ah, das Blaue heißt wohl, das habe ich schon. Okay. Cool. Ich könnte jetzt eigentlich zurück zu meinem Schiff. Ich könnte mal gucken, ob ich noch so ein Dampfding finde. Was ich eine Frechheit finde, dass mein Vehikel auf einmal weg ist. Also mein Rover. Ich meine, das ist an und für sich nichts Schlimmes. Was ist das eigentlich? Okay, wir latschen wieder zurück zum Schiff. Da brauche ich es jetzt auch nicht wegschicken und rufen. Was macht dieses Scan genau? Da hinten ist so ein Dampfding. Warte mal. Dampfy McLeod. Ich höre da etwas ping. Ach, guck mal. What the hell is this? Es ist ein Bacterium Aurasus Emeraldus. Okay. Wir brauchen irgendwelche Signale auf Boden. Gucken wir mal, ob wir das finden.
Jetzt haben wir schon zwei Proben, also nee, eine Probe haben wir von diesen komischen Pflanzen da. Ist die Frage, wie finden wir jetzt diese Bakteriendinger? Sehen wir die auf dem Radar? Nee, ne? Tendiere jetzt dazu. Hat der Server sich jetzt wieder beruhigt? Kann ich jetzt wieder in Richtung... Ich fange wieder an zu singen. Ich sag's euch. Was ist das da hinten? Seht ihr das? Ist das ein Riesenkaktus? Das da hinten. Ich lauf da mal drauf zu. Sind das diese Tubi? Ich sollte mir trotzdem ein... Das da hinten, da ist irgendwas, ne? Was ganz Großes. Da ist noch was. Da sind noch welche. Okay. Ich hätte aber gern noch ein paar von diesen Dingern auf dem Boden. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich jetzt diese Tubi nicht scannen, ohne die Bakterien zu verlieren. Das richtig sehe, ja? Andererseits sehe ich jetzt schon am Horizont, die sieht man viel besser, diese großen Tubi. Das heißt, ich suche lieber diese Tubi als die Bakterien. Ja. Dann halt weg mit den Bakterien, pfeif auf die Bakterien. Ich glaube, ich hol mal... Wobei, da ist, glaube ich, noch eine. Oder? Nee. Wir holen uns diese Tubi, die sind wesentlich leichter zu finden. Sie sind lila und das ist immer schön. Komm her, lila Tubusse. Ich will das scannen. So, jetzt. Ja, ich weiß, dass ich dann das Sample verliere. Weg damit, schmeiß das weg, ist okay. Die sind viel einfacher zu finden. Obtained, 1 von 3, Tubus Compacticus. So, gehen wir zu dem noch. Er könnte zu dicht dran sein, von wegen Biodiversität-Dingsbums. Ja, der ist zu dicht dran, ne? Ja, super. So, da hinten sind noch welche. Ich weiß, das sollte man eigentlich mit dem Rover machen, aber ich recalle einfach gleich das Schiff, dann ist okay. Ich war jetzt irgendwie zu faul, zum Schiff zurückzulaufen. Was irgendwie albern ist, aber gut. Man sieht dann sogar, ob die dicht genug dran sind oder nicht. Weil die sind dann die schon gescannten, also die Bio an nicht divers genug seienden Exemplare sind dann blau, wie man hier vielleicht sieht. Das da müsste aber weit genug weg sein. Oh, ich sehe gerade, meine Energie geht massiv runter. Das ist vielleicht nicht so sinnvoll, was ich hier gerade mache. Nicht, dass ich das Zeug dann verliere. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Das ist wie so, wenn man als Kind so ein Wort hat, was man nicht aussprechen kann. Ja, wisst ihr, was ich meine. Ist das auch noch zu weit? Warum? Ich hol jetzt doch ein Buggy. Okay, ich hole ein Buggy kurz. Moment, wie ging das? Das heißt, ich hole nicht ein Buggy, ich hole Dismiss Ship, so. Jetzt müsste es abhauen. Jetzt verdünnisiert sich's. Ja, gut. Tschüssi. Und da hinten ist noch einer. Jetzt müssten wir es eigentlich wiederholen können, ne? Ich gehe erstmal nochmal das Ding da sammeln. Schiff geht noch nicht. Ein Shuttle hole ich erst recht nicht. Kann man eigentlich... Nee, ne? Man kann jetzt nicht ein Shuttle rufen, wenn man am Pöterende der Welt ist, kann man nicht ein Shuttle rufen, oder? Ich hasse euch! Sag mal, was habt ihr mit dem Server gemacht, ihr
Knödel, es ist noch nicht mal Patch Day. Das ist 3 Tage nach Patch Day. Never play on Patch Day, my dear. You don't wanna do this. Oh no, oh no, oh never play on Patch Day. Although the Patch Day was 3 days ago. The Patch Day will never make you happy. The Patch Day will make you mad. And the viewers sad because of the singing on this channel. Ich hasse es, diese kleinen Lebensformen. Wo sind die kleinen Lebensformen? Wo seid ihr? Da gibt's dieses Video, wo dieser kleine Junge ausflippt, weil er sich nicht in Fortnite oder wie heißt dieses Ballerspiel, was alle spielen? Das mit dem Terroristen und den Counter-Terroristen. Counter-Strike! Ich weiß ja nicht, jedenfalls kann er sich irgendwo nicht einloggen und dann flippt er total aus. Oh, da gibt's auch diesen, da werde ich jetzt total fame mit. Pass auf, ich habe noch einen Song. Und zwar Maya hi, Maya ho, Maya ha, Maya ha ha, Patch Day. Da ist die Stimme ein bisschen gebrochen. Bin im Dingsbums, wie heißt es? Ja, ich weiß, dass das Load gefailt hat. Maya hi. Letzter Versuch, dann hole ich aber die Mama. Wenn ich meine Mama hole, da kann jeder IT-Support einpacken. Weil. Aus Gründen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich die Sache zu Ende gescannt habe. Bis dann denn, euer Stinksaurer. Nee, ich lade das jetzt genauso hoch.